ist also eine der fundamentalen Fragen, die man stellen muss und die man nur durch Handeln beantworten kann, nicht durch Worte. Durch Handeln. Was bedeutet? Dass mein Geist, der menschliche Geist, sich widersprüchlich entwickelt hat. In Dualität. Das Ich und das Nicht-Ich. Er hat sich entwickelt in dieser traditionellen Spaltung, dieser Teilung, dieser Trennung. Kann nun dieser Geist diese Tatsache beobachten? Beobachten, ohne den Beobachter. Denn nur dann gibt es eine Erneuerung. Solange es einen Beobachter gibt, der dieses beobachtet, gibt es Konflikt. Totale Verpflichtung der Herausforderung gegenüber. Angemessenes und eindeutiges Antworten auf eine Krise. Das Wort Verantwortung bedeutet das, antworten. Und ich kann nicht eindeutig antworten, wenn ich Angst habe. Und ich kann nicht eindeutig antworten, wenn ich dem Vergnügen nachjage. Ich kann nicht eindeutig antworten, wenn meine Handlung eine Routine, wiederholend, traditionell und konditioniert ist. Eindeutig auf eine Herausforderung zu antworten bedeutet, dass das Ich, das die Vergangenheit ist, enden muss.